Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Das müsste eigentlich die 18. Folge sein und auf geht's. Wir wollten jetzt... Alter, mein Gedächtnis. Es ist nicht mal... Es ist... Ja, die Folge von gestern habe ich heute früh auf... Oder heute Vormittag aufgenommen. Die Folge von heute, wenn ihr seht, ist dann von gestern Abend zum Beispiel. Und... Okay. Ich wollte... gucken. Reise nach Moorbrück. Das klingt logisch. Weil nicht möglich, nicht möglich. Das könnt ihr machen. Machen wir als nächstes mal. Und das ist dann das mit verbunden. Und okay. Wir haben jetzt eigentlich alles Wichtige mit dabei, oder? Er hat seine Bolzen. Sind wir alle zufrieden? Er ist in Ordnung. Hier ist alles okay. Und ich bin auch zufrieden mit meinem Leben. Dann können wir weitergehen. Truhe verschlossen, die kann man doch mitnehmen. Alles plündern. Ich bin der Plünderer. Und wir finden Schrott. Aber was hätte ich erwartet? Nein. Nein, das ist doch alles Geld. Hey. So, alles dahinter. So, guck mal in der Schau und dann passt das. Bisschen heilen, bisschen das, bisschen davon und dann passt das. Gut. Kann man auf und davon machen. Ja, Leute, seid gespannt, was passiert, wenn ich... Ich kann es einfach machen, oder? Ja, kann ich. Ach nee, Philipp. Immer dieser Philipp. Ah ne, ey. Gib mal rein. Oh, Herr Neike. Und dann passt das. Oh nein. Denn wir haben eine Weltkarte. Und da können wir uns besser fortbewegen. Hallo Wirbosch, wir möchten euch zur Landkarte und dann müssen wir ein bisschen rausscrollen. Und das ist Avestreu, wo wir nicht mehr zurück können. Und Moorbrücker Sümpfe, da haben wir die einen einzelnen Stadtviertel. Wir möchten aber dorthin. Reisen wir. Schnell Reise. Wir hoffen mal, dass nichts passiert unterwegs. Wäre nervig. Denn das hält immer extrem auf. Immer dieses Aufhalten. Und es passt. Sehr nett. Da kommt der Channel. So. Ja, man merkt gleich eine düstere Stimmung. Und ich weiß nicht, wie fern das dann im Spiel, doch das müsste eigentlich gut im Spiel vorkommen. Die Geschichte dieses Landes oder dieses Landstriches ist eigentlich meiner Meinung nach sehr interessant. Weil das interessant ist, was da hinten los. Hallo, Leute. Ich bin da. Ihr seid ja von Sinnen. Ihr wollt einen harmlosen Händler einfach einen Kopf kürzer machen, bloß weil er sich verirrt hat? Leute, hört nicht auf die Einflüsterungen dieses untoten Monstrums. Als Büttel von Moorbrück werde ich diesem finsteren Spuk ein Ende setzen. Untotes Monstrum? Ihr könnt mich doch nicht allen Ernstes mit einem dieser Untoten verwechseln. So habt doch Erbarmen und kommt zur Vernunft. Ruhe! Jedes Kind weiß, dass Untote immer abseits der Pfade wandeln. Und ich, Burgomir Schäffler, habe diese Kreatur der Nacht dabei ertappt, wie sie durch das Moor auf unser Dorf zuwankte. So höret denn, Bürger von Moorbrück. Ich werde nun das Urteil vollstrecken und diesen Untoten aus seiner götterbeleidigenden Existenz befreien. Oh, oh. Wir kennen uns doch aus
den kennen wir. Die müssen mal nicht helfen. Das ist natürlich jetzt nicht so. Haltet euch da raus. Das ist allein meine Angelegenheit. Was will denn das Haumonster hier? Ihr wollt diesen Mann nur dafür hinrichten, weil er sich im Moor verlaufen hat? Habe ich euch da richtig verstanden? Was wagt ihr euch einzumischen? Ich bin der Büttel von Moorbrück. Ich bestimme, was hier recht und unrecht ist. Nicht irgendwelche dahergelaufenen Fremden. So, wie immer. Also was heißt wie immer? Wir können jetzt so. Wir können ihn bestechen. Das wäre dann... Können wir die Sache nicht friedlich beilegen? Nehmt ein paar Dukate und lasst den Händler ziehen. Wir können ihn einschichten. Einschichten. Schichten wir den ein. Einschüchtern. Dahergelaufene Fremde. Ich folge Sinn des gesegneten Vater Drachenqueste und niemand wird sich vor meinen Augen unter so unsinnigen Verwenden hingerichtet. Oder bezeugen. Menschen rufen mich an. Ich muss mal kurz gucken, wer das ist. Unwichtig. Und überzeugen. Glaubt mir. Ich habe schon einige Untote zurück ins Buch und ins Buch und ich kann heute kein... Okay, das... Ich kann heute nicht lesen. Ach man. Überzeugen. Glaubt mir. Ich habe schon einige Untote zurück in Borons Arme geschickt und keiner von ihnen war des Sprechens mächtig. Noch fürchteten sie ihr Schicksal. Aber nehmen einschüchtern. Wie ihr wollt. Soll er fürs Erste verschwunden sein. Wenn ihr euch aber irren solltet, dann werdet ihr auch die Folgen tragen. Verlasst euch darauf. Wie auch immer. Und lasst einfach alles weitere mir. Mobrecker. Die Verstreckung des Urteils wird vorerst aufgehoben. Geht also wieder zurück ins Gasthaus, dass mir ja keiner auf die Idee kommt, sich bei dieser Gefahr draußen umzutreiben. Danke, dass ihr mich aus den Klauen dieses Irren befreit habt. Wenn ihr nicht zur rechten Zeit aufgetaucht wärt, wäre es ganz bestimmt um mich geschehen. Ach ja, wir sind ein Held. Ihr braucht mich Dank, guter Mann. Dank Fex, dass er mich gerade in diesem Moment hergeankommen ließ. Ach man. Ach man, ey. Okay, okay. Okay, okay. 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 Ja, ein Kruftschlüssel, der noch wichtig sein wird. Gut. Molinde. Eine Boron-Geweihte. Also. Zu der Geschichte dieses Landes. Das ist jetzt mal im Vorweg. Obwohl, nee, die wird das oder so zwischendurch erklärt. Von daher muss ich es jetzt nicht extra noch mich zum Denken zwingen. Das wäre ja Wahnsinn. Wir sind gleich mit Feinde. Und Feinde sind immer gut zum Töten. Tötet sie. Für die Ratten werden wir natürlich nicht unsere Pfeile verschwenden. So, Nahkampf und vorwärts. Immer wieder mit. Kann man sie mal töten lassen. Ne? Gut. Und wieder ist das schön. Einfach töten. Leichter Wundbrand. Und leichter Wundbrand, okay. Ja, Gift ist nicht gerade das Beste. Das bleibt ein dauerhafter Effekt dann und wäre nicht so nett. Von daher sollten wir am besten jetzt gleich mal schauen, dass wir Heilkunde Gift auf 8 erhöhen. So ist es in Ordnung. Und dann auch das Gift wieder entfernen können, effektiv. Wäre aber eine Maßnahme. Das Gift ist fort und so. Nein, misslungen. Nochmal. Und danke. Echt nett von dir. Finde ich echt Kräfte. Echt Kräfte. Naja. So. 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 Ja. Da haben wir die Sache doch schon geritzt. Also das Spiel läuft ja wirklich sehr verhältnismäßig flüssig, muss ich ehrlich sagen. Seht da hinten. So, schau mal da hinten. Da ist was Seltsames. Ja. Okay, das
Sonst werden wir doch später herausfinden, was das sein mag. Noch das Fässchen kaputt machen, vielleicht ist was Wertvolles drin. Oh ja. Wer den Heller nicht wert, ist dem Silberfahrer nicht wert. So ungefähr. Aber ich würde sagen, wir gehen mal noch in das Gasthaus hinein. Und schauen mal kurz nach. Ach, das so abgeht, ey. Oh ja. Gasthaus Schlampiger Stiefel. Sehr einladend. Muss ich schon sagen. So. Das nächste Bier geht zur Hälfte aufs Haus. Zur Hälfte aufs Haus? Na okay. Klingt ja nicht gerade nett. Schotterbier. Seid gegrüßt. Ich bin Wirt Schotterbier. Wollt ihr ein weiches Bett oder die eine oder andere wertvolle Auskunft? Dann sprecht mit mir. Wenn ihr ein köstliches Mahl oder einen guten Schluck haben wollt, dann wendet euch ebenfalls an mich. Beides ist günstig zu haben. Hm. Ja, es ist nicht leicht für Fremde, aber okay. Mhm. Ja, da sagt mir auch Molinde. Anscheinend ist Molinde diese, naja, sehr wichtige Person in diesem Dorf. Mhm. Okay. Die Wolfratten, die Wolfratten. Ach, behaltet eure Silberteiler, guter Mann. In dieser vernöten, besonderen Gegend braucht ihr doch das dringender als ich. Hm, ich möchte ein Lokal... Einmal Freibier für den Rest des Abends. Ja, ich muss schon sagen, ihr seid sehr großzügig. Ihr habt spendabel eine große Lokalrunde bestellt, statt einer kleinen. Und ihr habt selbst jetzt auf die Belohnung für die Rattenjagd verzichtet. Ja, ist das ein Problem? All diese Dinge schienen mir selbstverständlich. Ach, ihr habt das Herz wahrlich im rechten Fleck. Ich kann euch kosten mehr leiden als unsere Malinde. Und das will was heißen. Ja. Aber genug davon. Ach, bevor ich es vergesse, seit der verhinderten Hinrichtung sieht unser Mirosch von der Miliz etwas bedrückt aus. Vielleicht steckt da ja mehr dahinter. Er sitzt gleich da drüben auf Dampisch der Miliz. Nachfragen schadet er nicht, oder? Ja, das ist nett. So, das habe ich gemacht, weil ich es wusste. Aber nicht nur, weil ich das irgendwie nachgelesen habe, sondern weil ich das Spiel mehr als einmal gespielt habe und manchmal ist man halt wirklich spendabel und macht sowas. Salzstein und Mirosch. Wieso habe ich mich breitschlagen lassen, der Miliz beizutreten? Wieso nur? Der Wirt sagte mir, dass ihr seid dahin etwas zu bedrücken scheint. Er täuscht sich nicht, unser Büttel entfremdet sich mehr und mehr von unserer Gemeinde. Die Geweihte Molinde war die einzige, die ihn dann und wann wieder zu Triumph bringen konnte. Dass sie ausgerechnet in dieser schweren Stunde verschwinden musste, ist mehr als tragisch. Es ist da aber bei weitem nicht das einzige. Unsere Irla? I-L-R-A? Irra? 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 Irra ist seit Jahren der Schlafwandelei heimgefallen. Natürlich hat sie dazu stets sonderbare Dinge zu erzählen. Seit kurzem aber hat sie immer merkwürdige Geschichten auf Lager. Welche Art sind diese Geschichten denn? Nachdem sie auf einem mächtigen Irrgang in der Nähe des Dorfes wieder zu Sinn kam, will sie im Fernen nur den Büttel im Gespräch mit einer schattenhaften Gestalt erblickt haben. Sie kann einem schon leid tun. Bestimmt hat sie bloß den Büttel und seine rechte Hand auf Patrouillen gesehen. Meint er nicht, dass sie zwischen einem fremden Gestalt und einem bekannten Mopek unterscheiden kann? Besonders dann, wenn sie ihm über die Jahre schon öfters des Nachts begegnet sein dürfte? Himmel, er hat recht! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich an die eine oder andere Nacht, in der Petram sich beschwerte, dass der Bindel alleine auf Patrouille gegangen ist. Dann ist an die Irras Geschichte also doch etwas dran. Nicht, dass unser Bindel langsam verrückt wird. Ja, das kann man ja noch mal fragen, aber das ist natürlich, ja. Obwohl. Oh, Entschuldigung, ich bin mal geil. Ich wünschte, ich könnte euch einen Ort nennen. Soweit ich weiß, wollte sie den Grund für die Untoten
Flut aufspüren. Früher, müsst ihr wissen, galt es allein nachts ist das Moor zu vermeiden, um sein Leben zu schützen. Mit einigen Monden jedoch machen die Untoten Jagd auf uns, als wäre ein unbändiger Hass auf alles Lebende in ihnen wacht. Was hält euch denn bei der Maris, wenn ihr so hadert? Ein Gewissen würde mich doch so erplagen, wenn ich meine Leute einfach so im Stich ließe. Falls die Bedrohung der Untotenplage eines Tages endlich abgewehrt sein wird, werde ich die Miliz wieder verlassen. Okay. Ach was. War mal eine nette Abwechslung. Wer weiß, ob ich nach meinem letzten Patrouille nicht schon ein gehörlos, gleich geistloser Untoter bin. Wäre auch kein großer Unterschied zu vorher, wenn du mich fragst. Ein bisschen Hirn könnte dir aber auch nicht schaden, wenn wir schon dabei sind. Ist noch etwas Schmand-Eintopf da? Ein bisschen Schlagabtausch. Was sagt die Uhr? Ist schon Zeit für Folgenende? Nö, ach nö, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Es ist noch etwas Schmand-Eintopf da. Noch nicht. Das. Irla. Oh, ein neues Ja. Okay, jetzt kann man die mal nachfragen. Oh, ihr meint sich ja Mirosch. Dann wisst ihr ja von meiner nächtlichen Schlafwandelei. Ich wünschte, diese Irrgänge durch das Moor würden endlich aufhören, aber er hat recht. Als ich kurz aus meinem Schlaf erwachte, fand ich mich inmitten des Moors in der Nähe einer Ruine. Dort sah ich den Büdel mit dieser finsteren Gestalt. Kein angenehmer Gedanke, sich herber sich selbst zu sein. Seid ihr ganz sicher, dass es wirklich der Büdel war? Och, Leute. Was ist denn jetzt los? Ich bin mir nicht sicher. Dieses Erlebnis entschied sich völlig von meinen traumartigen Erinnerungen, wie sie sonst nach einer Nacht des Wandelns zurückbleiben. Er war dort. Okay. Das ist gut. Okay. Was ist mit der? Hallo? Schon, ich wäre die einzige Fremde hier. So wie es aussieht, seid ihr das bei Weitem nicht. Mein Name ist Volkmar Hinde. Darf ich fragen, weshalb ihr hier seid und wie ihr heißt? Ihr dürft. Zumindest. Was meinen Namen betrifft. Belisa Grüneberg. Erfreut, euch kennenzulernen. Ihr wart gar nicht draußen bei der Versammlung. Mann. Ich kann mir wohl kaum verübeln, dass ich es vorgezogen habe, dieser abergläubischen Zeremonie nicht beizuwohnen. Am Ende wäre ich die Nächste gewesen, weil Husten als erstes Anzeichen des Untotwerdens gesehen wird. Ja. Nun ich... Ach, da ist drum. Sparen wir uns diese Plänkeleien in Spielen mit offenen Karten. Specksteiners Ferdok hat euch geschickt, ist es so? Jetzt, wo ihr mich darauf anspricht, die Beschreibung passt in der Tat genau auf euch. Ja, Gesicht, Körper, arme Beine, ist ein Mensch, passt genau. Ich bin aus dem Text gekommen. Wäre euer Geständnis mir nicht vorgekommen, hätte ich euch sicher darauf angesprochen, Talia. Talia di Ravendossa, wenn ich bitten darf. Um es gleich vorwegzunehmen. Ich wollte Speckstein nicht ausnehmen, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ich selbst bin Opfer schrecklicher Umstände, die mich zu jener Verzweiflungstat zwang. Ich biete euch einen Handel an. Vielmehr sozusagen, ich bitte euch um Hilfe. Ich bin etwas überrascht. Ehrlich gesagt, hatte... Ich fest damit gerechnet, dass ihr die Liebster leugnen würdet. Vor allem aber frage ich mich, weshalb ihr ausgerechnet Moorbrück als Versteck ausgewählt habt. Das will ich euch alles erzählen, aber ja, diese Geschichte... Ja, lest es euch durch. Es ist die Geschichte einer traurigen Dieberei. Die wollten hier irgendwie... Ich blick's auch mal durch. Die wollte damals wieder ein... Diebeskumpel Gruft ausnehmen, haben es gemacht. Die Untoten hatten auch was dagegen
Und ja, sie rannte mit dem Schatz nach draußen, während er drinne kämpfte und sie schloss von außen zu. Naja. Ja. Und seitdem hat sie einen Fluch, oder sagen wir mal, dieses Amulett, was aus dem Diebesgut stammt, oder aus dem Plündergut, ist verflucht, was sie dazu zwingt, dass alles Geld oder alles, ja, alles Wertvolle, was sie besitzt, verschwindet auf seltsame Weise. Das heißt, sie findet 5 Dukaten, lalalala, bumm, weg. Ah, jetzt braucht sie Hilfe. Sie will natürlich jetzt irgendwie da wieder rein in die Gruft. Da. Die erste Gruppe auch die gleiche letzte. Talala, lest es euch durch. Ja. 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 Natürlich, sie will erst gehen, wenn die Untotenklage besiegt wurde, was uns dazu zwingt, erst die Untotenklage zu... Untotenklage, ich kann heute nicht mehr reden. Das ist heute schlecht. Untotenklage zu... Dingsen, ne? Dingsenbumsen. Kommt mit, Leute. Wir müssen eine Untotenplage besiegen, wofür wir natürlich am besten und die gute Molinde finden sollten, die anscheinend ja der einzige sinnvolle Mensch in diesem Dorf ist. Dafür wäre natürlich am sinnvollsten, diese benannte Ruine zu finden, wo ja auch dieser Büttel mit diesen Fremden sich getroffen haben soll. Und es wäre interessant, was es mit der Kuppel da hinten auf sich hat, die da so leuchtet. Aber das alles erfahren wir erst im nächsten Part, denn heute ist Schluss. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst Bewertung da. Lasst eine Bewertung da. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.